Willkommen im neuen Vlog. Ich nehme euch heute mit durch unser Wochenende als kleine Großfamilie mit 4 Kindern zwischen 2 und 9 Jahren. Wir hatten an diesem Wochenende viel vor, viel zu tun. Ja, liegen gebliebene Erledigungen, Hausarbeit und dann Ausflüge, also erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Dabei nehme ich euch mit. Und gestartet haben wir erstmal mit Frühstück und das können sich bei uns die Kinder aussuchen samstags und dann werden es meistens Pfannkuchen oder Waffeln, wie in dem Fall. Und nachdem sie unter der Woche Brei und Müsli essen, ist es meiner Meinung nach auch okay, wenn es mal jetzt ein Genießerfrühstück ist am Wochenende. Ich habe ein ganz einfaches Rezept, das ich dann manchmal abwandle mit geriebenem Apfel drinnen oder auch Quark. Aber in dem Fall habe ich das ganz klassisch zubereitet. Und die Kinder essen dazu meistens noch ein Püree aus Himbeeren. Hallo und willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Anna und ich nehme euch heute mit durch unseren Wochentag, unseren Samstag mit 4 Kindern und ja, Haushalt und allem, was dazugehört, unseren Familienalltag. Am Wochenende, da wird immer Taschengeld verteilt bei uns, bekommen die Kinder nach Alter jeweils zwischen 50 Cent und 2 Euro. Heute sind sie alle übrigens im Partnerlook unterwegs. Waffeln, Queenie. Wir haben auf jeden Fall schon einiges vor am Wochenende. Heute Nachmittag geht's raus zum Einkaufen. Wir brauchen einiges schon an Kleidung wieder. Und davor werden wir das Haus ein bisschen Vordermann bringen. Ich habe sowieso auch viel zu tun, was ich eigentlich noch erledigen wollte, bevor die großen Ferien starten. Aber ja, das ist dann immer eine Liste, die ich dann immer nur zur Hälfte schaffe, weil ich mir einfach zu viel draufschreibe. Also auf jeden Fall wünsche ich heute viel Spaß beim Zusehen. Ich nehme euch mit durch unseren Tag, wie gesagt. Solange die Kinder noch frisch und motiviert sind, da machen wir meistens am Samstag so eine kleine Aufräumeinheit. Die älteren Kinder, die machen das ganz gut selbst. Der Jüngere, der spielt fast noch nicht in seinem Zimmer, unser Jüngster, unser Zweijähriger. Da gibt es nicht viel aufzuräumen, aber bei Timon, da helfe ich noch ganz viel. Also der ist 5 und ja, der spielt schon viel und räumt wenig weg. Da wollte ich sowieso noch auch ein bisschen seine Schränke schöner gestalten quasi. Also er hat hier nicht nur seine Sachen, die er anzieht, sondern wir lagern hier auch ein paar Schuhe, die ihm noch nicht passen. Und ja, das geht so nicht. Ich mag das selbst nicht so gern, wenn das so in 2 Reihen alles gestapelt ist, dann kommen die Sachen durcheinander. Man hat ganz einfach weniger Überblick. Die Schuhe, die kommen, die müssen da raus und dann können wir seine Kleidung da besser einordnen und den Rest macht hoffentlich er mit meiner Unterstützung. Also hier ist noch genug zu tun für ihn auch. Ja, wie gesagt, ein Teil der Schrankfläche habe ich bisher genutzt, um andere Sachen wie Schuhe und auch Dekoartikel, also Weihnachtsdeko und so, dort zu lagern. Aber nachdem er jetzt 5 ist und sein Zimmer wirklich sehr aktiv nutzt und bespielt, habe ich beschlossen, das alles rauszunehmen. Und damit nur er seine Sachen dann übrig hat, gestartet habe ich dann mit der Kleidung. Da hat er dann mehr Platz und ja, alles nur in einer Reihe und übersichtlicher. Die Schuhe habe ich dann aufgeteilt nach Größen. Und die Größe, die ihm als nächstes passen wird, die habe ich noch in seinem Zimmer gelassen und anderweitig verstaut und die andere, die kam dann in den Keller runter. Ja, bei den Spielsachen ist es so, er hat nicht so viel eigentlich, aber auch da ist es natürlich schöner, wenn ihm nichts entgegenfällt, wenn er den Schrank öffnet und er dann einfach wirklich eine gute Übersicht hat. Überall auch die Lego-Kiste hat jetzt dann reingepasst nach der neuen Ordnung, die bisher immer draußen gestanden ist. Und zum Schluss haben wir noch seine CDs geordnet. Wenn die zu sehr durcheinander kommen, dann findet er nicht mehr die richtige Verpackung, vor allem weil er noch nicht lesen kann. Und ja, ein bisschen gemalt hat er da auch. Und ja, die Spuren haben wir dann auch noch gemeinsam beseitigt. Inklusive Bettwäsche wechseln war das dann sozusagen eine kleine Grundreinigung des Zimmers. Dafür habe ich ungefähr 1 Stunde gebraucht. Die älteren Mädchen haben in der Zwischenzeit ganz selbstständig ihre Zimmer aufgeräumt. Also dafür, dass es quasi eine Grundreinigung war, ging das ganz schnell. Bei Timon habe ich nicht das Problem, dass er alles behalten will. Er will lieber alles aussortieren. Ich muss ihn manchmal davon abhalten, irgendwie seine Lieblingskuscheltiere wegzugeben oder so. Wir haben einiges an Spielzeug aussortiert. Das heißt, er hat jetzt auch wirklich viel Platz hier in den Schränken. Schuhe, die ihm noch nicht passen, die habe ich alle weggeräumt, damit es ihm leichter fällt, den Überblick zu behalten und er wirklich nur seine Sachen hier hat. Die kommen einfach alle in den Keller. Es macht jetzt eigentlich nicht so viel Sinn. Also er hat mir viel geholfen, den Tisch haben wir zusammen aufgeräumt. Spielzeug hat er auch durchgeschaut. Und ich denke, es macht nicht so viel Sinn, eigentlich
ja, Weihnachts- und Osterdeko bei ihm im Zimmer zu haben, also ein Teil, die selbstgebastelten Sachen, weil man sie wirklich nur einmal im Jahr braucht. Das kommt also in den Keller. Da sind diese drei Behälter. Dann hier ist ein bisschen aussortiertes Spielzeug, das wir dann auch noch irgendwo unterbringen. Achso, das brauchst du noch. Na gut, dann hat's. Und hier viel übersichtlicher die Schuhe. Jetzt da ist so ein Teil nur, habe ich bei ihm gelassen, die nächste Größe, die ihm passt. Und zwar in dem Schrank hinter seinem Bett. Das sind Mädchenschuhe, die noch nicht passen. Hinter seinem Bett, da hat er noch so ein Teil Regal, das sowieso nicht so praktisch ist, weil wie gesagt, muss man da das Bett wegschieben, um da ranzukommen. Aber quasi für einmal wechselt der Schuhgröße. Und wo steht es dann, Timon, wenn wir das wegschieben? Wo steht vor dem Fenster. Vor dem Fenster, dann können wir das Fenster wiederum nicht aufmachen. Also für hin und wieder geht das ja, wenn man das dann quasi nur so oft braucht, wenn man eine Schuhgröße wechselt oder so. Ein bisschen was habe ich schon weggeworfen, also von den Spielsachen, so irgendwelche kaputten Sachen. Ja, die Kinder sind dazwischen gekommen und haben gemeint, sie sind auch schon fertig mit ihren Zimmern. Da werde ich mir das noch anschauen und so als kleine Belohnung machen wir heute, glaube ich, eine kleine Schatzsuche im Garten. Und zum Einsatz kamen da die Überraschungseier, die wir noch von der Oma, die letztes Wochenende zu Besuch war, im Haus hatten. Die Kinder haben sie erfolgreich gefunden und sind dann noch im Garten geblieben und haben weitergespielt. Ich habe so lange schnell das Badezimmer, also die tägliche Reinigung des unteren kleinen Badezimmers gemacht und dann auch noch die Böden gewischt. Ich bekomme oft die Frage, warum ich denn auch manchmal die Zimmer unserer älteren beiden Mädchen reinige, weil sie ja groß genug sind, das selbst zu tun, aber das tun sie auch. Also wie gesagt, wir haben eine feste Routine. Einmal in der Woche, Samstag, sind sie dafür zuständig, wirklich das Zimmer schön zu kriegen. Nur dazwischen wird es auch oft unordentlich und wenn ich dann dazu komme, dann macht es mir auch nichts aus, ihnen ein bisschen zwischendurch zu helfen. Zum Beispiel, wenn ich mal da drin wischen will und es ist noch unordentlich. Aber wie gesagt, den größten Teil machen sie. Dann gab es schon Mittagessen bei uns. An dem Tag hatten wir Thunfischnudeln mit Tomatensauce. Ich nehme dafür eine Zwiebel, die röste ich an und dazu kommen noch ungefähr 300 Gramm Cherrytomaten. Das Ganze gieße ich mit einer Packung passierten Tomaten auf und ungefähr 300 Milliliter Sahne und püriere das Ganze durch. Und das war es auch schon für einen Teil der Kinder, die Thunfisch nicht mögen. Den habe ich die Tomatensauce abgegossen, so wie sie war. Und für uns anderen kam noch eine Dose Thunfisch dazu. Also das gehört wirklich zu den schnellen Rezepten, eins der Lieblingsrezepte von meinem Mann und mir. Quinn schläft jetzt und wir haben Mittagspause sozusagen, wo die Kinder auch irgendwas basteln oder malen. Also ich wollte eigentlich die produktiv nutzen und hier das Carport hier bei uns ein bisschen anfangen. Letztens habe ich den Sockel schon gekerchert und ich wollte anfangen, das zu grundieren heute und damit ich das dann verspachteln kann. Und solange die Kinder noch in der Schule sind und nicht die großen Ferien angefangen haben, denn dann werden sie zwar auch in der Ferienbetreuung sein, aber nur maximal 3 Tage die Woche. Das sind meine Arbeitstage. Die 2 Tage, wo ich zu Hause bin, normalerweise habe ich dann quasi einen Vormittag ohne Kinder und widme mich dann meinen Projekten, dem Haushalt und so weiter. Also das werden wir alles zusammen machen. Das heißt, das ist schon ein bisschen mühsamer. Dann wird man ständig unterbrochen natürlich. Man muss auch ständig die Werkzeuge putzen dann, wenn irgendwas so langsam weitergemacht wird, dann trocknet die ganze Farbe ein und so weiter. Also ich wollte das irgendwie nach Möglichkeit schnell und effizient fertig machen, bevor das Schuljahr zu Ende ist. Aber ich glaube, das werde ich nicht schaffen. Also gerade heute habe ich irgendwie auch keine Lust mehr. Es war so ein trubeliger Vormittag. Und jetzt möchte ich auch gern so ein bisschen Zeit im Garten genießen, ein bisschen entspannen und runterkommen. Es ist irgendwie so selten, dass man Zeit als Erwachsener bei uns im Garten verbringt, ohne dass man schon wieder irgendwas arbeitet, dass irgendwas gärtnert und stutzt, rückschneidet oder irgendwas. Und das ist ja eigentlich auch wichtig, dafür hat man ja eigentlich nicht nur zum Arbeiten. Also das heißt, ich glaube, das wird mir dann doch bevorstehen, dass ich das zusammen mit den Kindern in kleinen Stückchen erledige, nicht so effizient, wie es sein könnte, aber ja, so ist es halt vor den Ferien, finde ich. Das ist zusammen mit noch der zweiten so intensiven Phase vor Weihnachten, sind das zwei solche Perioden, so einen Monat lang ungefähr, wo so viele Termine zusammenfallen, so viele Aktivitäten, so viel irgendwie Stress entsteht, teilweise wirklich Freizeitstress, dass man ständig rotiert, unterwegs ist und so weiter. Also und dass wirklich noch quasi so eine intensive Phase ist, bevor dann ein bisschen Ruhe einkehrt.
Das ist jetzt auch genauso. Also die Kinder haben noch ihre ganzen Tests zum Jahresende. Gott sei Dank noch keine Schularbeiten bei uns, aber dennoch schon abschließende Tests. Dann haben sie ständig Ausflüge irgendwo hin. Daher hat noch eine Übernachtung jetzt in der Schule. Der Kindergarten hat ein Sommerfest und die Schulklassen auch wiederum. Also die suchen auch immer Eltern zum Begleiten dann, wenn sie irgendwas unternehmen außerhalb der Schule. Und ja, privat ist es auch nicht besser. Da lade ich noch viele Schulfreunde und Schulkameraden von ihnen ein, zu übernachten oder einfach so zum Spielen, denn da ist es auch oft so, in den Ferien nimmt das Ganze ab, da sind viele Leute verreist oder die Kinder sind irgendwie anders betreut, also bei Oma, Opa irgendwo anders, das heißt, da trifft man sich auch nicht nur so häufig. Und dann hatten wir auch die Oma jetzt zum Beispiel zu Besuch, auch sehr schön, aber wie gesagt, dann eben auch bleibt mir dann weniger Zeit, dann, um das alles abzuschließen, ist auch nicht viel, aber mit meinem Mann haben wir auch noch unser Vormittagsdate gemacht. Das ist quasi ein, da gehen wir spazieren oder essen, nehmen uns einen Vormittag frei und dafür brauchen wir dann keinen Babysitter und den Kindern fällt es nicht auf, weil sie betreut sind. Das wollten wir dann auch noch unterbringen und haben es dann auch erfolgreich geschafft, bevor dann die Kinder dann da sind. Das sind übrigens 9 Wochen, die Sommerferien, also die sind auch wirklich lang. Ist eine Herausforderung, finde ich, für die Eltern, das auch irgendwie so zu meistern, gerade wenn man keine Unterstützung oder keine nahelebenden Großeltern hat. Dafür habe ich mir jetzt zum Beispiel 3 Wochen Jahresurlaub genommen. 2 Wochen sind wir weg, 1 Woche plane ich wirklich nur zu Hause zu sein und dann sind wir alle zusammen, können alle zusammen so ein bisschen den Sommerferien-Erholungseffekt hoffentlich haben. Denn unsere Kinder, die sind es gewöhnt eigentlich, dass sie den ganzen Sommer über zu Hause waren, nur dieses Jahr arbeite ich eben wieder und da geht das nicht, zumindest nicht den ganzen Sommer über. Ich hatte eigentlich auch noch ein Projekt in der Arbeit, dessen Finalisierungsphase in den Sommer eigentlich gefallen wäre und gerade auch so vor meinem Jahresurlaub, also das wäre auch noch super stressig gewesen, dann mit den Kindern zusammen zu Hause. Da ist dann auch besonders schwierig, dann Überstunden zu machen oder ähnliches, aber das wurde Gott sei Dank verschoben. Also das heißt, ich hoffe, ich kann dann auch einfach regulär und ohne besonderen Stress oder so einfach normal arbeiten an meinen Arbeitstagen und dazwischen habe ich dann irgendwie nicht noch extra Meetings oder Termine oder so und habe wirklich frei. Und heute Nachmittag, da haben wir uns ja auch wieder was vorgenommen, nämlich Sachen einkaufen, also Kleidung, ein paar Dinge, die einfach schon fehlen, gerade für meinen Mann, der braucht doch dringend wieder ein bisschen Kleidung, der geht ja so ungern und so selten und ja, dann wenn es sein muss, muss sein. Und eigentlich wäre es, glaube ich, ganz schön, wenn die Kinder auch einmal nur zu Hause wären. Wir haben ja zum Beispiel auch noch dieses Wochenende vor, in diesen Vergnügungspark zu fahren. Das hat sich ja meine Älteste zum Geburtstag gewünscht, damit das auch nicht ewig lang wird, das hinauszögern. Und eben heute haben wir auch schon Pläne am Nachmittag. Ich habe das Gefühl, wenn die Kinder ständig unterwegs sind, das ist wirklich jetzt jeden Tag irgendwie gefühlt irgendwas, dann sind sie oft, wenn sie zu Hause sind, wie heute Vormittag, dann irgendwie unruhiger, unausgeglichener, sie streiten mehr, spielen weniger zusammen. Und im Gegensatz dazu dann in den Sommerferien, wenn dann auch die ganzen anderen Sachen wegfallen, also da gibt es dann wieder irgendwelche Sportkurse, Arzttermine, weniger private Treffen und so weiter, dann sind sie oft zu Hause und beklagen sich auch manchmal ein bisschen, dass es ihnen langweilig ist, aber trotzdem, sie sind sehr kreativ. Sie können sich lange selbst beschäftigen, machen irgendwas im Garten, ohne dass ich ihnen ständig irgendwelche Spielanregungen geben muss. Das klappt eigentlich super gut. Ich habe das Gefühl, sie brauchen so ein bisschen diese Langeweile, um auch wirklich runterzukommen, zu entspannen und ja, irgendwie kreativ zu sein, Kind zu sein, so wie Anno dazu mal sozusagen. Aber das kommt ja die Zeit, das heißt, ein bisschen haben wir noch diese intensiven 2 Wochen zum Schulende. Und ja, dann haben wir es geschafft und dann finden wir hoffentlich unseren neuen Rhythmus so ein bisschen entspannter. Und es hat dann angefangen zu regnen und die Kinder sind dann von draußen nach drinnen umgezogen, haben dort gebastelt. Ich habe in der Zwischenzeit einen schnellen Nachmittagssnack gemacht und zwar ein Smoothie. Dazu nehme ich immer irgendwelches Obst, das wir gerade im Haus haben, in dem Fall auch eine Gurke, also auch manches Gemüse passt da gut dazu und ist richtig erfrischend. Also die Kinder trinken das gern so. Für uns geht es jetzt los. Wir fahren los zum Einkaufen. Wir wollten ursprünglich in eine Einkaufsstraße, aber wir hatten gerade eben einen wirklich starken Starkregen. Der hat eben aufgehört, aber ja, es sieht nach wie vor ein bisschen nach Regen aus. Ja, deswegen wird es wohl ein Einkaufszentrum sein. Und ja, da sind wir 3 Mädchen beim Shoppingtrip. Und mein Mann hat so lange mit den Jungs die Rolltreppen entdeckt. Wir sind wieder da. Ich habe mich übrigens dann auch noch umgezogen und wir haben ein Gruppenfoto gemacht. Die T-Shirts haben wir nämlich bekommen vom Opa. Der hat uns irgendwie jedem einzelnen der passenden Größe geschickt. Und was ich sagen wollte, ist ja erstens gut, dass wir ins Einkaufszentrum gegangen sind. Jetzt regnet es schon wieder. Vorher auch schon mehrmals so richtig sintflutartig, so Sturzbäche
hatten wir. Und dann haben wir uns ja aufgeteilt. Das heißt, mein Mann ist mit den zwei Kleineren. Der hat dann diese ganzen kleinen Traktoren abgegrast, die da rumstehen für die kleinen Kinder. Und die zwei Mädchen und ich, wir waren dann ein bisschen shoppen, weil das haben sie sich ja auch gewünscht. War's cool da? Ja! Also der Unterschied zu unserem normalen Einkaufen war nicht, dass wir einfach ein paar Sachen, die sie gebraucht haben, vom Ständer genommen haben und direkt damit zur Kasse gegangen sind. Zum Beispiel ein Kleid in der richtigen Größe und so weiter. Das wäre schief gegangen. Ja. Sondern wir haben wirklich ganz viel genommen für sie zum Auswählen. Wir haben dann trotzdem nur so ein, zwei Artikel pro Kind mitgenommen. Aber sie konnten alles ausprobieren. Wir waren das erste Mal, glaube ich, überhaupt in einer Umkleidekabine. Ja, also auf jeden Fall war es mal ein Erlebnis. Leider macht mir das nicht mehr so viel Spaß wie früher. Mein Mann hat gemeint, das hat ihn dann früher erinnert, wie er immer mit mir, quasi wie ich ihn da den ganzen Samstag durch irgendwelche Geschäfte geschleppt habe, aber die Zeit ist irgendwie vorbei. Deswegen haben wir auch nur ein Geschäft gemacht, also wir waren nur bei H&M dafür, aber ausgiebig. Ja, aber auf jeden Fall war es ganz gut, dass wir uns da aufsplitten konnten, denn Einkauf mit kleinen Kindern ist wirklich kein Spaß. Also die drehen dann an den Kleiderständern, verstecken sich zwischen den Kleiderreihen und die Queen ist dann einfach rausgelaufen und mein Mann eben nach, der hat einfach auf eigene Faust die nächste Rolltreppe gesucht. Deswegen, ich habe da zum Beispiel, habe ich versucht, mir auch eine Tasche zu kaufen. Aber etwas haben wir vergessen, nämlich meine Regenjacke. Ja, Regenjacke haben wir auch nicht gefunden, also es war so mittelerfolgreich. Deswegen kaufe ich in letzter Zeit so viel einfach online ein, weil es einfach so praktisch ist. Wie bei meiner Tasche, da habe ich zuerst online gebraucht eine gekauft, die sah ganz gut aus, aber die hatte kein einziges Fach, also sehr unpraktisch. Jetzt habe ich eine neue auch online gefunden. Sie ist nicht die schönste Farbe leider, das sah man eben auch nicht. Ich dachte, sie ist beige, aber sie ist ja so ein grünliches, bräunliches, ja, beige. Mischmasch. Aber macht es dafür, sie ist super praktisch. Und jetzt habe ich mir wirklich eine genommen, mit die halb Rucksack ist, halb Tasche. Und kann man so und so tragen. Und zum Schluss zeige ich euch noch einige Bilder von unserem Ausflug am nächsten Tag. Wir waren im Family Park, das ist so ein Vergnügungspark. Mit vielen Fahrgeschäften, die Kinder konnten dort auch schon wirklich viel machen. Die drei Älteren durften fast alles, was sie sich getraut haben, schon. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Tag und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und bis dahin sage ich Tschüss, bis dann.